So, hallo, wir machen weiter mit neuer Version von Infernum und letztes Mal waren wir in einem kurzen Geisterhaus und waren wir, ja, wir haben noch was gemacht, was war das andere Level? Ach, das mit den Bomben. Natürlich, das mit den Bomben. Und jetzt sind wir in einem Level, wo Sariel sagt, das ist das schlimmste Puzzle des Hacks. Ich meine, gut, wenn wir es dann schon hinter uns haben, aber nicht gut, dass es jetzt kommt. Oh, ja, das verlassene Haus. Mag so große Puzzle. Über. Da ist doch eine Coin Snake drin. Natürlich. Safe. Okay. Oh je. Ja, aber ich kann am Anfang noch nicht allzu viel machen. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Shell. Die Shell könnte da runter und irgendwie aus diesem den Block auslösen, aber ich weiß nicht, warum ich das wollte. Da ist ja nichts drin, vermutlich. Viel mehr Optionen habe ich eigentlich schon nicht. Was ist da oben genommen? Oh, hoppala, ich reiße hier gleich alles raus. Normaler grüner. Hier komme ich nicht runter. Also wir gucken mal, was passiert, wenn ich das jetzt da oben aufmache. Und dann kommt er hier gelaufen. Dann kann ich jetzt über den da hoch. Gucken, ob da oben irgendwas Spannendes ist. Ja, super. Hätte jetzt noch dabei die Shell, theoretisch. Ah, okay. Ich komme auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Ich hätte immer noch die Shell theoretisch dabei und könnte jetzt diesen Block auslösen. Aber den Block kann ich mit dem P-Switch auch auslösen. Aha. Okay, jetzt könnte ich mit dem P-Switch zurück. Und jetzt wäre hier offen. Und dann ist hier offen. Und jetzt habe ich ein Problem. Okay. Gut, nochmal kurz hoch. Das da kann ich nicht anschauen, was da drin ist. Dafür bräuchte ich jetzt eine Shell. Da sterbe ich direkt. Oder direkt oder... Gucken. Ach, hier kann man stehen. Okay. Ja, vielleicht sollte ich den Boden einen Block höher setzen. Das wäre sehr freundlich. Was hätte ich mit der Coin Snake bisher machen sollen? Meine, ich könnte... Mach das direkt. Die könnte hier lang irgendwie... Und dann könnte ich damit da... Nee, da hoch komme ich nicht mit der Coin Snake. Aua. Da komme ich nicht mit der Coin Snake hoch. Das ist Quatsch. Oder wie weit reicht die denn? Mal testweise. 63 Blöcke. Nur mal testweise. Ach, hier ist eh Schluss, oder was? Oder waren das die 63? Hier ist Holz im Weg. Ja, okay, genau, okay. Also das ist tatsächlich ein Objekt, mit dem die nicht interagieren kann. Richtig. Dieses Holz ist ziemlich hart. Gut. Dann will ich die gar nicht da drüben haben. Das beruhigt mich ja schon mal. Aber wo will ich die da... Wait, kann die durch den... Kann die durch diese Gitterblöcke durch... Nein. Okay. Ach, da ist wieder das Holz. Kann die durch die Fragezeichenblöcke durch? Ich glaube, ja. Oh. Ich sehe. Ich weiß, wofür ich die Coin Snake brauche. Okay. Okay. Für mehr brauche ich die dann gar nicht. Dann kommt hier irgendwas Cooles raus, was immer es ist. Eine Feder vielleicht oder so. Ja, weiß nicht, ob ich eine Feder hier will. Irgendwas anderes. Vielleicht eine Shell, dass ich da hochwerfen kann. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir an den Anfang des Levels. So, also. Zack. Zur Abwechslung behalten wir diesmal die Shell. Ich noch nicht so recht weiß, wieso, aber okay.
Und hatte ich nämlich auch keine. Ach, Moment mal. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gedacht, wenn ich jetzt hier... Ach nee, da komme ich nicht zurück. Alles klar. Da hat er dran gedacht. Hab nichts gesagt. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Ups. Reicht das in der Zeit, bis der ist, erhält der P-Switch? Oder? Ah, oh, nee. Ah, oh, nee. Hält der P-Switch so lange aus? Ach, super. Und kann ich nicht, Moment, kann ich nicht einfach die da runter pfeffern? Ja, super. Kann ich nicht einfach die Shell hier runter pfeffern und habe den gleichen Effekt? Also, jetzt muss ich erstmal was testen. Kann die da durch? Ja. Wofür will ich jetzt... Ah ja, so kann ich den nicht auslösen. Das ergibt Sinn. Wir gucken jetzt erstmal kurz, was da drüben ist. Ich habe jetzt ja mehr in der Hand. Wahrscheinlich will ich irgendwie... Ja, was ist überhaupt mein Ziel in dem Raum? Ach ja, ein Yoshi! Ja, moin, der Herr. Da ist eine Tür. Ach, ich will da unten... Ach, hier ist ja Bo... Hier nicht mehr. Okay. Dann will ich fliegen. Ich will ne... Ich will die... Oh no! Sag nicht, ich brauche den Koopa vom Anfang aus dieser ersten Shell. Und der muss am Ende da in diese Shell reinlaufen oder irgend so ein Quatsch. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich glitschen, aber das darf ich nicht. Das sollst du nicht, richtig? Deine Vermutung ist leider gar nicht mal so verkehrt. Oh nee. Oh nee. Oh, na gut, okay. Oh, ich kann aber am Anfang ja schon die Münzen setzen, ich Trottel. Ja, das macht die Sache wesentlich einfacher. F. An der Stelle. Für eine gefallene Coinsnake. Oh. Wenn du sagst, es ist das schwerste Puzzle, dann ist es aber nicht dieses schlimmste Level des Hex, was du mal gemeint hattest. Vermute ich mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, worauf du anspielst. Hä? Du hast, während wir in dem ersten Geisterhaus waren, was das Yoshi-Haus ist, haben wir darüber geredet, dass es irgendein schlimmstes Level im Hack gibt, was mit diesem Level ersetzt wird. Ja, richtig. Richtig. Aber zwischen schlimm und schwierig liegt ja wohl ein elementarer Unterschied. Ja, ja, nee, war ja auch nur eine Frage. Das hier ist dann nicht das Level, was du gemeint hast. Mit dem Level bist du dann ja scheinbar zufrieden. Okay. Also, wie kriege ich den Kollegen denn? Ich meine, der fällt, hier fällt der ja nicht, also der bleibt ja hier drauf, der rutscht ja da drauf rum. Und ich kill ihn ja jetzt. Das darf, ich darf ihn gar nicht killen. Ich muss den nehmen. Oh, shit. Ja, super. Wobei, jetzt ist eigentlich egal. Dann kann ich auch den anderen nehmen. Ist der da drin? Ich darf ihn jetzt nur nicht offscreenen. Aber wie soll ich den da runter... Also... Der kann ja nicht... hier durchfallen durch das Blaue. Ja. Und ich nehme an, so dieses Glitschen, den hochwerfen oder so, ist auch nicht in Ordnung. Hochwerfen musst du ihn nicht, nein.
Jetzt gucken wir mal kurz, was in dem Block da drin ist. Und ob das einfach nur... Da muss ich... Ach, die... Jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Ich darf den nie rauslaufen lassen. Es geht um die grüne Shell. Es ist nicht um den Cooper da oben, sondern es geht um den Cooper in der grünen Shell. Und hiermit kann ich die wieder reaktivieren. Oh, okay. Ja, okay, aber wenn ich ihn hier reaktiviert habe, dann ist ja eigentlich alles cool. Richtig. So. Aber ich habe... Also ich habe mich... Oh! Und hier ist der Block zum ersten Reaktivieren. Richtig. Und danach müsste es zeitlich hinhauen. Okay. Let's go. Früher konnte man auch noch die Coin Snake zum Reaktivieren verwenden. Das wurde inzwischen verändert, wie du siehst. Ah ja. So. Okay, jetzt geht's los. Gut. Da muss der aber... Ja, das ist schon wieder viel zu langsam. Der ist ja schon... Nicht mal unbedingt. Der schlüpft ja schon. Huch. Hätte locker gereicht. What? Okay. Oder kann ich den... Super. Nee, ich muss schon gleich hoch und weiter. Ich check nicht. Bin ich doof? Das geht, der kommt ja sofort raus. Das halt... schaffe ich doch nie zeitlich. Da muss ich noch... Ich muss noch irgendeine andere reaktivieren. Ach so! Der hat Zeit. Und jetzt hätte der in die Shell zurückgemusst. Du kannst die Shell auch oben hinlegen, dann geht er eventuell auch rein. Und dann stupse ich ihn hier an und mache ihn zurück zur... Oh! Das verändert ja schon wieder alles. Really? Okay. Easy. No. Hui. Ach so. Switch auslaufen lassen. Alles cool. Halt. Erster hoch. Nein, stopp, Moment, hä? Der muss rauslaufen und dann muss ich hochwerfen. So, dann lauf. Ich hoffe, ich stehe richtig. Yes. So, dann haben wir jetzt eine Disco. Ach stimmt, da ist noch keine Disco Shell. Der muss gelb sein, dass er in eine Disco Shell reinläuft. Also, dass eine Disco Shell draus wird. Ganz, ganz schwierig jetzt. Kann ich dann... Ah, da oben ist eine Lücke. Hui! Und ab zur Tür. Moment, ich kann mit Yoshi durch die Tür. Ja, das sollst du aber nicht. Die Tür mache ich noch klein. Ach so. Schade. Und du landest... Wieso? Hä? Geh mal in die lila Röhre rein. Mal schauen, wo die dich hinbringt. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gesagt, da gibt es einen zweiten Teil von dem Puzzle.
Ja, und das ist der alte zweite Teil. Ich glaube, du bist schon wieder in einer ungünstigen Situation. Das klappt Ich ja hätte super. vielleicht den Exit von der Tür auch noch fixen sollen. Das kommt Vielleicht. davon, wenn man Level ganz spontan vor der Aufnahme noch überarbeitet. Das hier wäre jetzt sozusagen das eigentliche Ziel, oder wie sehe ich das? Das war jetzt der von der alten Version das Level Aber ich des verstehe noch gar nicht, wie Levels wir jetzt das Ziel gewesen. hier nutzen, weil ich meine, ich sterbe jetzt. Ja, richtig. Dann gehst du durch die Röhre und holst in dem anderen Raum einen P-Switch mit und den wirst du dann da hoch und dann kommst du da ins Ziel und alles ist gut. Okay. Aber ich höre raus, ich brauche eine neue Dings. Nein, brauchst du nicht. Geh nochmal zurück zu der Stelle, wo du einen Yoshi hast. Und jetzt flieg mal rechts unterm Level durch. Dann kommst du nämlich auch in die zweite Ach Hälfte. so, das ist jetzt der andere Weg. Das ist jetzt mal der Secret-Tester-Weg. Oder sammel einfach den Midway ein, das geht auch. Lel, okay. Dann stirb mal. Stirb vielleicht etwas schneller. Ja, jetzt bist du richtig. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Okay, oh je. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das war nicht schlau. Okay. 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 No! Was ist da drin? Aha. Hier ist auch ein Ziel. Ja, das ist jetzt das neue eigentliche Ziel. Ach so. Die anderen Räume, die du gesehen hast, existieren eigentlich gar nicht. Okay. Also ich nehme an, ich muss den P-Switch auslösen. Und dann muss ich da oben den so hochlegen, dass der dagegen stupsen kann. Aber in die Richtung. Und dann. Nee, der Block geht kaputt. Nee, das nicht mit dem Block. Oh, hier komme ich wieder zurück. Ah, ja, okay. I see, I see, I see. Also so. So. Und jetzt kann ich wieder zurück. Aua. So. Was macht der jetzt alles? Okay, ich dachte, vielleicht tauchen hier Blöcke auf, die den Pilz aufhalten. Aber nee, tun sie das schon mal nicht. Was bringt mir jetzt der P-Switch? Also ich will bestimmt am Ende wieder eine Disco-Shell bauen. Ziemlich sicher. Wait, nee, ich soll keinen Pitch Jump machen, ne? Nee. Und so die Shell holen, okay. War der Anfang richtig oder habe ich es mir damit schon verbaut? Im Prinzip hast du schon alles falsch gemacht. Oh je. Also momentan ist noch alles gut, aber Ja, noch habe ich auch nichts gemacht. das ist korrekt. Ach, ich muss ja gar nicht den Block anspringen. Das ist auch korrekt. Super. Also ich kann hier aufmachen. Ach. So. Aber das ist scheinbar falsch.
Das ist schon alles falsch, ja. Okay. Also nach geplanten Wege. Natürlich kannst du gerne einen Drake finden. Hatte ich nicht vor. Okay, also dann machen wir gar nichts auf, sondern schießen direkt das Ding da hoch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Block bis da hoch bekomme zu dem Kollegen. Und der passt halt auch überhaupt nicht. Muss ich den so gut timen oder bin ich halt... Nee, ich krieg den nicht hoch. Du sollst den Block auch nicht da hoch bekommen. Okay. Also, wenn du es schaffst, herzlichen Glückwunsch, aber eigentlich nein. Aber was soll ich denn jetzt damit machen? Ja, finde es heraus. Aber mehr habe ich ja nicht zur Auswahl, was ich hier tun kann. Ich kann hier aufmachen, das nützt mir nichts. Und den Pieces soll ich nicht holen, okay. Ich bin irritiert. Ja, was soll ich denn damit anstellen? Bin froh, dass dir wenigstens die zweite Hälfte Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe den ganzen Tag daran gearbeitet. Ja, aber wenn du sagst, das hier ist falsch, also ich habe ja keine anderen Optionen. Hey? Soll der rote Cooper über den drüber? Springt über den drüber? Nee, ne? Nee, da dreht er nur um. Richtig. Aber das bringt mir ja nichts. Ich nichts verstehen. Also, das Einzige, was ich halt habe, ist hier dieses Hochwerfen, aber ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Wenn ich das nicht machen soll und wenn ich das nicht machen soll. Ja, du hast eh schon verkackt. Wieso? Weil ich den Block nicht. Muss ich den Block oben doch auslösen? Das darfst du gerne selbst rausfinden. Ja, wenn. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe, was nicht rückgängig zu machen ist. Also muss ich das scheinbar ja machen. Es gibt noch mehr. Ich meine, ich kann auch die Shell wegschießen, aber auch das sehe ich jetzt nicht so. Ja, dann hast du es vollkommen verkackt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, eben. Also, keine Ahnung. Ist halt der Block oben offen, aber ich sehe jetzt nicht so die wahnsinnige Bedeutung darin. Was ist denn dein Problem aktuell? Ich habe keine... Ich habe hier unten nur wenige Optionen und die ich genutzt habe, hast du gesagt, die soll ich nicht machen. Nämlich das da. Aber das ist das Einzige, was ich tun kann. Na gut, an sich ist geplant, den P-Switch mit einem blauen Block auszulösen. Nur nicht in der derzeitigen Situation. Aber oben habe ich nichts anderes, was ich machen kann. Ich behaupte das Gegenteil und wette 10 Euro drauf. Ich kann hier was machen. Ich meine, ich kann mit dem Pilz irgendwas versuchen wahrscheinlich dann. Oh, warte mal. Geht das? Nee. Ja, aber der...
Also hier kriege ich den Pilz nicht weggespoilt. Ich hätte gerne, dass er in die andere Richtung fliegt, aber das wird er nicht machen. Doch, das wird er machen, wenn du nur richtig mit ihm umgehst. Bitte, bitte, lieber Pilz. Hat nicht funktioniert. Er hat einfach noch zu große Angst vor dir. Ha! Jetzt ist er weg. Take this, du Scheißding. So. Okay. Ach, da ist meine Taste. Ups. Gut, jetzt bin ich groß. Damit ist alles schon viel besser. Super. Ah, wait, ich kann hier aufmachen. Oh, wait. Ich brauch den Dings gar nicht mehr. Hä? Wofür ist denn überhaupt... Lol. Okay, ich kann die jetzt noch für was anderes nutzen, theoretisch. Aber hier ist eigentlich nichts Sinnvolles mehr, wofür ich die noch nutzen könnte. Ja, bring dich halt selber um. Okay, yo. Das bedeutet aber, ich kann den behalten. Bringt mir aber nichts. Or does it? Keine Ahnung. Muss ich irgendwie schnell sein? Weil der Timer, der Timer. Krass, was laber ich? Der P-Switch. Ja, wofür ist der P-Switch überhaupt da? Wie willst du denn zum Orb kommen? Ja, hier rum. Dafür müssen die Blöcke aber ausgelöst werden. Ja, aber ausgelöst sein bringt ja alleine nicht viel. Ne, und dann halt mit P-Switch. Na also, Frage beantwortet. Ja, ja, aber... Du bist meine Eins, Herr Lehrer. Ja, aber das heißt ja nicht. Seit wann bekommt derjenige eine Eins, der... Hä? Ich wäre doch der, der die Eins bekommt. Ich habe deine Frage beantwortet, was du mit dem P-Switch machen willst. Ja, aber du bist doch der Lehrer. Also in dem Fall zumindest. Ich bin die ausführende Arbeit, du bist die leitende Arbeit. Ja, die leitende Arbeit, die sich besser mal zurückhält, weil sonst wird das hier kein Stundenpart. Ja, das soll es auch so nach Möglichkeit nicht werden. Also ich meine, ich kann mit dem wieder hoch... Ja, super. Ich kann mit dem halt wieder hoch, aber ich wüsste nicht, was ich dann da oben mit dem soll. Ist der wirklich... Ist das alles, was ich mit dem machen soll? Und jetzt kann ich den ad acta legen? Glaube ich irgendwie nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber er geht halt, zumindest nicht, wenn du es nach geplanten Wege spielst. Aber er geht halt kaputt gleich, wenn ich hier... Also... Ich weiß nicht, wie ich den länger... Was ich länger mit dem machen sollte. Ich kann den halt nicht... Also eigentlich ist ja geplant, dass du mit dem lila Turnblock... mit dem lila Block den Turnblock da links einmal aufschießt. Allerdings, wenn man natürlich so wie du einen Spinjump vom Pilz verwendet, um runter zu den Koopas zu kommen, ist dies natürlich... ein Alternativweg. Ja, aber dann kann ich doch nichts anderes machen. Mit dem Turnblock. Ich sage dir lediglich, was geplant wäre. Okay. Also bin ich in der Situation noch safe? Eigentlich schon lange nicht mehr, aber mach ruhig weiter. Aber das Problem ist halt, also ja, ich meine... Ich check nicht, wofür der ganze Quatsch da oben ist. Wie soll ich da was hinsetzen? Wie soll ich das nutzen? Was brauchst du denn, um eine Disco-Shell zu bauen? Ja, den Koopa, den gelben und eine Shell. Da ist ja eine. Wobei, wird er da nicht ein roter Koopa?
Nein, wenn ein gelber Nee, stimmt, der Cooper gelbe Cooper geht irgendeine rein, der Challenge wird trotzdem in bringt. die Disco schnell. Richtig. Aber ich brauche ja auch einen Yoshi. Ach, die quatschen Yoshi. Blödsinn. Wait, wieso eigentlich eine Disco Shell? Ich krieg die ja gar nicht da rein. Doch, kriegst du. Die fällt runter. Wo fällt die runter? Na, wenn die von hier kommt, fällt die hier runter. Und dann löst die nur. Ach so, oder außer da ist eine Shell und die löst das Ding auch aus. Dann ja. Richtig. Ja, gut, dann ja. Ich dachte den halt in die Lücke, aber das wäre auch Quatsch. Ja gut, also muss hier die Disco Shell runter. So. Also muss der Cooper da in die rote Shell. Richtig, zwei Blöcke nach oben schieben, drei nach links und du hast alles erreicht, was du willst. Ja, aber wie kriege ich den Cooper denn da hoch? Also der Cooper springt ja, wenn da irgendwas anderes drin ist in in der Fläche neben ihm. Dann weicht er dem aus und will hochspringen. Und irgendwas anderes kann ich reinschießen über den Kollegen da. Aber der blaue Block war es ja. Ach so, doch, jetzt geht's dann doch mit dem blauen. Aber ich krieg den blauen Block dann nicht hochgeworfen. Ja, das ist schade, nicht wahr? Bin verwirrt. Ich verstehe auch noch nicht, warum ich diesen Block da oben auslösen sollte. Habe ich das jemals Ja, behauptet? nee, es ergibt für mich gar keinen Sinn. Also den kann Na, ich also. einfach offen lassen. Und dann brauche ich auch den P-Switch nicht drücken, um da reinzukommen. Na, also. Aber wofür ist der dann da? Einfach um mich zu verwirren, oder was? Damit du mit dem blauen Block nicht wieder nach oben durchspringst. Ich meine, ich kann ja. Wait a moment. Wollte gerade sagen, ich kann ja mir die Shell holen jetzt, wo ich groß bin, aber ich wüsste auch nicht, was mir das nützen soll. Naja, holen kannst du sie dir auf jeden Fall. Ja, aber. Ja. Vielleicht wirfst du eine Shell ja höher als einen blauen Block. Ja, aber dann läuft der ja, also dann ist ja das, wo er reinlaufen soll, ja gar nicht mehr da, wo er reinläuft. Ja, So. das Problem ist ja relativ einfach behoben. Wait a moment. Es ist wahrscheinlich zu knapp, ne? Auch wenn das in deiner Version ein bisschen tricky wird, ich habe bereits einen gelben Turnblock eingefügt. Also noch einen weiteren. Ich will nur mal gucken, ob ich es hinkriegen würde. Angenommen, ich würde das jetzt ohne Sariel spielen. Ja, doch, das ist machbar. Mach das doch. Oder hast du dann irgendeine Mach Break. das. Hast du eine Break-Sicherung, so wie du das gerade sagst? Kann ja eigentlich nicht sein. Wetten das schon? Schauen wir mal. Bin gespannt. Mach mich stolz, Conan. Oh, lol. Nein, das war eigentlich nicht die Break-Sicherung. Okay. Ach so, ich laufe da ja runter. Ich muss. Hä? Warte. Hä? Da muss ich noch was hinlegen. Ja, da kommt eine Disco-Shell rein. Und über die werde ich dann rüber transportiert, oder was? Nee, die blaue Disco-Shell, die bleibt da unten auf dem 1F0 und dann fällst du da auch nicht mehr runter. Ende der Geschichte. Ah. Und das andere Ding hat sich gerade verabschiedet. Aber das hast du gerade gesagt, ist gar nicht der Break gewesen. Die Break-Sicherung.
Ja doch, also dass da unten eine Disco-Shell sein muss, ist die Break-Sicherung. Dass die Shell hier einfach an dem Block kaputt gegangen ist, das ist keine Break-Sicherung. Was? Ich denke, woran sterbe ich denn? Ich sterbe an den Stacheln. Ach so, weil die geht ja. Ja, ich spring einmal drauf und dann. Okay, ja, I see. Okay, meinetwegen. Ups. Gut. Am besten startest du eh nochmal neu. Was ist denn jetzt schon wieder Kacke? Aber die kann ich auch nicht höher werfen. Ja, Chosen 2 hat mich hierzu inspiriert. Denk einfach mal an die My Little Puzzles Trilogie zurück, dann kommst du sicherlich auf die Lösung. Ich meine, ich kann die hier hin und dann kann er da hoch, aber. Ja. Ja, aber das nützt ja, bringt mir die Schellen da nicht hoch. Das ist absolut korrekt. Ja, aber wozu? Also, welche Bewandtnis hat das denn jetzt? Sehe darin keinen Nutzen. Wie gesagt, so wie es aktuell ist, hast du sowieso keine Chance mehr. An welcher Stelle habe ich es jetzt wieder verkackt, indem ich die Shell geholt habe, oder was? Schon viel eher. Noch. Wie gesagt, stirb und mach einfach nochmal neu. Hier auch schon? Hä? Dann muss ich ja irgendwas reingeladen haben oder so. Keine Ahnung. Beziehungsweise, ja, so geht's richtig. Hä? Ich bin einfach nur Also. nach links, okay, rechts, okay. Also, solange du oben nur den Pilz gesammelt hast, ist noch alles okay. Also, wenn ich jetzt rüberlaufe, ist auch noch alles okay. Richtig. Weil gerade hast du ja in der Situation gesagt, da geht's schon nicht mehr. Okay. Ja, weil ich jetzt nicht den Rest des Levels gesehen habe. Aber Okay. solange der Rest noch alles wunderbar unberührt ist, ist alles okay. Du machst mich fertig. Ah, okay. Ja, aber dann ist das Einzige, was ich machen kann, zu dem blauen Stein zu gehen und den mitzunehmen. So ziemlich. Aber trotzdem ist es nicht richtig. Hä? Alter! Mehr kann ich nicht tun. Doch, kannst du. Ich kann durch die Gegend scrollen, aber ich wüsste nicht, wo mir das was nützen soll. Also, keine Ahnung. Mehr als runtergehen? Hä? Was soll ich doch hier oben machen? Hier ist nichts. Hier ist was. Und du Falsche. musst nicht mal scrollen dafür, ausnahmsweise. Ja, aber ein versteckter Block wäre ja auch Schwachsinn. Das wäre in der Tat Schwachsinn. Ja, aber. Hä? Ich krieg auch den Pilz kein zweites Mal. Hier ist Yoshi, aber den kriege ich ja auch nicht. Hier ist auch. Hä? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Das merke ich schon. Die holen ist ja Quatsch, dann bin ich ja klein. Ja und? Ist es so schlimm daran, klein zu sein? Dann soll ich da unten das gar nicht alles aufdrehen, wenn ich groß bin. Dann hole ich den Pilz nur, um die Shell zu holen. Ich hab dir gesagt, was geplant ist mit dem blauen Block. Na gut, dann nehmen wir die Shell halt. Ja, aber wo?
Ja, so garantiert auch nicht. Naja. Wenn sie jetzt nicht offscreen wäre, eventuell. Okay. Hä? Soll die dahin? Das ist ja das Einzige, wohin die geht, gerade. Richtig. Da darf die auch sein. So okay. Theoretisch. In der Praxis hast du es natürlich trotzdem schon verkackt, aber das ist egal. Weil der blaue Stein jetzt schon wieder kaputt ist, oder was? Boah, ich check nix. Hilfe. Ja, ich sollte mich für meine Puzzle öfters von MLP inspirieren lassen. Nee, eher nicht. So ist übrigens auch schon schlecht. So ist gut. Ja, also soll ich sie jetzt holen oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Also, wenn ich es nehme, sagst du, ist schlecht. Wenn ich es nicht nehme, sagst du, ist schlecht. Hol dir mal die Shell. So ist noch gut. Ich gebe zu, es ist ein ganz kleiner, perfider, mieser Trick, den du hier durchführen musst. Denn so ist jetzt schon schlecht, oder was? Korrekt. Was ist deine Mission? Die Lösung ist onscreen, aber du siehst sie trotzdem nicht. Ich merk grad was. Bitte? Nichts. Aber ich glaube, ich sehe sogar gerade noch einen Break. Okay. Ich weiß nicht, was mir das bringt, wenn ich jetzt Shell und Disco, Shell und Peacewitch hier oben hab. Ja, in der aktuellen Lage bringt es dir relativ wenig. Außerdem willst du ja sowieso unten sein, die Shell zum blauen Cooper hochkicken, damit der die Shell zum gelben Cooper kickt, damit der hochspringt und dann oben hin und her läuft. Ja, aber das funktioniert ja eigentlich. Das funktioniert ja alles nicht. Vor allem jetzt bin ich ja noch nicht mal, jetzt habe ich ja noch nicht mal den Block hier aufgemacht. Das musst du auch nicht. Der Block wird von unten geöffnet. Ah, okay, ja, okay, ergibt Sinn. Oh. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wir spulen noch ein Stück weiter zurück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So ist gut. Ja, aber das... On-screen. Das nützt mir ja nichts. Schau dich mal um, was du eventuell anders machen könntest.
Ja, ich kann den Block aktivieren oder nicht, oder ich kann die Shell da reinschicken oder nicht. Also ich. Hast noch eine dritte Option. Kann die Shell auch wieder reinlegen, ohne sie zu kicken. Das bringt dir auch nicht viel. Ja, eben. Du hast trotzdem noch eine Option. Kann das Level verlassen. Das wäre auch eine valide Alternative. Ich kann die Shell hier hinlegen, aber ich. Das ist korrekt. Ja, was. Herzlichen Glückwunsch, wir kommen der Lösung näher. Ja, was soll mir das bringen, wenn die jetzt von dem da hochgestupst wird? Mach halt einfach mal. Erstmal treffen. Ja, jetzt ist sie da drüben. Ja, aber merkst du einen Unterschied? Ne, sie ist umgedreht. Ja, Mensch. Oh nein! Oh Gott, ich hasse alles. Wait, ich darf die nicht kaputt machen. Die beiden Koopas darfst du kaputt machen. Aber dann komme ich nicht mehr zurück. Ach so, ich schmeiß den Das Peace Witch. musst du auch gar nicht Ja, mehr. ich schmeiß den Peace Witch vorher runter, schon gut. Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist er am Boden und wenn der sie rumdreht, stupst er sie hoch. Am bestenfalls wartest du, bis der blaue Cooper rechts ist. Ach komm! Ich bin einfach überhaupt nicht mehr für solche Puzzle geschaffen. So, und was jetzt kommt, ist etwas gemein, weil der gelbe Cooper links runterlaufen kann, muss aber nicht. Na, ich muss jetzt die rote Shell halt wieder reinladen und die andere Richtig. rausladen. Das ist schon klar. Am besten du benutzt Scrolling dafür. Ja, ich bin jetzt. Jetzt müsste es doch eigentlich passen. Naja, solange die Shell onscreen ist, wohl eher nicht. Ja, das, ich hab. Ja. War die falsche Richtung. So, Shell ist weg. Shell ist da. Gut. Leider doch kein Stundenpart, wenn ich mich nicht Ja, richtig überrechne im aber Blick meine hatte. Nerven, ey. Bin für solche Puzzle absolut nicht mehr geschaffen. Aua. Oh Ich Gott. würde sagen, ein Level geht noch in dem Part. Hat auch bloß ein Secret Exit, kriegen wir beides hin. Glaube, das war ironisch gemeint, aber. Okay. Ja, machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es kommen keine Puzzle mehr in dem Hack. Da kommen noch ein paar, keine Oder Sorge. zumindest nicht so große. Ah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Okay, danke fürs Zuschauen Und tschüss. und tschüss.